Ich habe Ohr Excavation installiert. Oh yeah. Hallo und willkommen zurück bei Feed the Beast Revelation. Mann, sehe ich cool aus. Und ist mir jetzt erst aufgefallen, dass das Haus, dass das Dach von dem Haus irgendwie brennt und dass das ja hier so Animationen hat und so und total geil und so. Könnte auch daran liegen, dass ich Optifine installiert habe, dass deshalb jetzt die Texturen animiert sind. Denn wir sehen auch hier, man sieht es ein bisschen schlecht, so sieht man es besser. Yeah, Optifine Cape, oh yeah. Damit dürfte das hier alles deutlich besser laufen, wenn auch ich es nach der letzten Aufnahme, die für mich irgendwie einen Monat zurückliegt, alles perfekt eingestellt hatte. Ich habe wirklich alles perfekt eingestellt und es lief wie Butter. Und jetzt hat mein Launcher plötzlich gedacht, Mensch, ich glaube, die Instanz gibt es nicht mehr. Ich werde dich einfach dazu zwingen, alles neu zu installieren. Großartig. Und jetzt musste ich Optifine wieder von neuem konfigurieren. Und es ist nicht so smooth, wie es vorher war, bin ich der Meinung. Aber es ist besser als in der letzten Aufnahme. So, wie ihr eben gehört habt, ich habe Ore Excavation installiert. Und damit können wir jetzt einfach zu dem Baum hier hingehen. Und ich habe das auf Shift gesetzt und ich kann mich trotzdem noch ducken. Also man sieht hier, ich falle jetzt nicht runter. Und wir können hier wunderbar den Baum abbauen, aber nur zwei Blöcke, weil meine Axt kaputt gegangen ist. Ist natürlich kein großartiges Display, aber wir haben hier ein paar Bäume gehabt, die ich nur teilweise abgebaut hatte und die sind jetzt hier weg. Und ich merke schon, es läuft nicht so gut, wie es das letzte Mal lief. Aber gut, egal. Ich habe eben, wie gesagt, über eine Stunde damit gekämpft, es überhaupt wieder zum Laufen zu bringen. Es war ganz furchtbar. Hier übrigens ist die Battery Box und die Solar Panels, die für die Tür unten zuständig sind. Und mir wurde gesagt, dass die Battery Box irgendwie nicht richtig Strom bekommt. Und deshalb die Tür nicht funktioniert. Aber die haben hier einigermaßen Strom. Die sind zumindest halb gefüllt. Die Solar Panels scheinen nicht die effizientesten der Welt zu sein. Aber wenn wir hier mal gerade hochgucken, ist das Solar Panel hier auch tatsächlich unter einem Block. Also wir werden mal diesen Baum hier fällen müssen. Vielleicht kommt da das Licht nicht richtig hin. Aber ich habe buchstäblich vergessen, was ich tun sollte, um das wieder zum Laufen zu bringen. Auf jeden Fall funktionierten irgendwie die Solar Panels nicht richtig oder die Battery Boxes nicht. Und deshalb haben die Motoren hier nicht wirklich Strom bekommen, um die Tür vernünftig antreiben zu können. Das scheint jetzt nicht besser geworden zu sein. Also es hat sich jedenfalls nicht von alleine repariert, obwohl die Battery Boxes augenscheinlich Strom haben. Noch ein ganz wichtiger Hinweis. Ich habe einige Kommentare bekommen. Vielen Dank dafür. Black Crystal Schalkerbox. Die Schalkerboxen kann man angeblich abbauen und mitnehmen und der Inhalt bleibt drin und dementsprechend werden sie ein ganz großartiger Rucksack für unterwegs. Ja, wunderbar. Da müssen wir nicht so viel hin und her laufen. Großartig. Das ist natürlich super. Dann werden wir uns hier nämlich noch ein paar andere Chests bauen und das outsourcen und die mitnehmen. Übrigens natürlich ganz vergessen, meine Patreon-Pestizide, Anima Kellyan, Gummibär und Voltri sind jetzt auch da. So, jetzt müssen wir aber mal gucken, dass wir irgendwo ein bisschen, ach ja, ich hatte das ja hier. Okay, wir brauchen erst einmal eine neue Axt, die wir uns bauen können, um draußen, was war das denn? Um draußen diesen riesigen Baum zu fällen, in der Hoffnung, dass die Solar Panel da wieder richtig funktionieren. Wir gehen mal kurz schlafen. Ich glaube, es ist auch gerade dunkel geworden. Dann können die Solar Panel eh nicht funktionieren. Nein, ist es nicht. Okay, gut. Also ich bin mir nicht so sicher. Es war irgendwas und Red Power ist ein bisschen... Na gut, bei Regen funktionieren Solar Panel sowieso nicht. Aber es hat irgendwas mit Red Power oder mit dieser Mod zu tun und dass das nicht richtig funktioniert und dass das ja alles ein bisschen doof ist. Okay, da oben hat Ore Excavation sein Limit. Scheiße, das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Da hat die Mod einfach ihr Limit und sagt, okay, so und so viele Blöcke darfst du abbauen mit einem Ore Excavate und mehr nicht. Das ist so ein Sicherheitsfaktor, damit man nicht aus Versehen die komplette Welt abbaut. Ah ja, der Lag ist wieder da. Der Lag ist da, ich habe jetzt gar keinen Schaden genommen. Ich weiß nicht, ob das... Ah nein, natürlich, doch, ist er sogar richtig. 60% Damage absorbed by power. Das ist jetzt gar kein Lag, weil ich kann hier Sachen aufsammeln. Okay, wie sehen eigentlich die Frames aus? 128 und dann steht so slash 33. Ich weiß nicht, ob das die Frame Times sind. Irgendwie wirkt es immer noch ein bisschen eierig, ein bisschen stockend.
Wie gesagt, Optifine ist installiert, aber ich glaube, ich habe es nicht gut konfiguriert. Ich war dabei und ich habe mir genug Zeit genommen, aber was soll's. Wir werden uns heute, oder heute ist immer so ein dehnbarer Begriff, ne, wenn ihr diese Videos guckt, wer weiß, wann mein heute für euch heute ist. Ne? Ihr versteht, wie ich meine. Wir werden uns jetzt jedenfalls ein bisschen damit beschäftigen, in eine andere Richtung zu gehen, als in die wir zuletzt gegangen sind, wenn ihr versteht, wie ich meine. Also wir haben da Industrial Craft gemacht, das ist alles ganz schick, das ist alles wunderbar. Wir werden aber jetzt auch Ender.io machen, einfach weil das neu ist. So, weil da Sachen drin sind. Ach, das wird mich auf ewig verwirren, dass das UI hier durchglitscht, aber nicht immer. Nur wenn man aus einer bestimmten Richtung guckt. Okay, das ist interessant. Nur wenn ich von rechts gucke. Das ist mit den anderen Chests übrigens auch so. Wie seltsam. Ich kann mich aber auch erinnern, dass wir ursprünglich, dass man ganz früher diese Ansicht oben eigentlich oben links hatte und nicht oben rechts. Und das hatten wir dann nur wegen den Damage Attack Indicator irgendwann nicht mehr, aber das ist ja sowieso Teil von Vanilla heute und deshalb ist das alles nicht mehr so wichtig. Da müssen wir gleich mal kurz drüber nachdenken. Wir werden jetzt nochmal zwei Chests bauen, weil das immer noch nicht reicht. In diese Chest passt verdammt viel rein. Und ich akzeptiere es irgendwie nicht, dass wir mit einer Chest losgehen, die so viel Platz für uns bietet und dann ist da schon was drin. Nein, 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 nein. Das akzeptiere ich nicht. So, die bauen wir jetzt. Ach du meine... Moment, das war ja auch die Axt. So ist es sehr viel besser. Okay. Jetzt werde ich mal kurz in die Einstellung springen und gucken, ob ich das irgendwie verschieben kann hier. Oder ist das hier? Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, ich finde die Einstellung nicht. Wenn es jemand von euch weiß, bitte sehr. Ich habe aber eben was anderes Interessantes gefunden. Hier, J-Bookmarks. Ich kann mir hier einen Bookmark machen und dann kann ich das hier speichern, während ich irgendwie ein anderes Rezept angucke. Finde ich total geil. Kann man an- und ausschalten mit A auf einem Gegenstand und dann wird das hier... Das ist eine sehr coole Sache. Das ist glaube ich, das wird für mich wahrscheinlich... Warte mal, wenn wir das UI aufmachen, dann... Wenn ich in bestimmte Richtung gucke, dann wird nicht mal unten... Boah, das hat... Okay, ich glaube, ich würde behaupten, das hat was mit Optifine zu tun. Das ist irgendwie ein Fast Render oder sowas. Moment. Okay, also das scheint irgendwie ein Fehler mit Optifine zu sein. Wenn ich da lang gucke... Also wenn ich in die Richtung gucke, dann werden keine UIs ausgeblendet und in die anderen drei Richtungen schon. Wie seltsam. Das ist ein Fehler, den ich echt noch nie hatte. Guckt euch den Mist an hier, was ist das? Okay, ich darf nicht in diese Richtung gucken. Ach Gott, noch eine Einschränkung. Wunderbar. Ich meine, wir haben ja noch nicht genug Einschränkungen in dieser Serie. Nein, nein. Ah, was für ein grausames Modpack. Vielleicht hätte ich das besser testen sollen. Okay, gut. Wir werden jetzt hier mal mit unserem neuen Ore-Excavator einfach mal hier nach unten gehen und uns da hier ein paar Ores excavaten. Oh, guck mal, wie großartig das funktioniert. Herrlich. Was jetzt eigentlich ganz nett wäre, wäre irgendein Grabtool, was wir benutzen könnten, um schnell vorwärts zu kommen. Also ein Hammer zum Beispiel von Tinker's Construct. Wisst ihr, einfach etwas, damit wir hier schnell ein bisschen Raum freimachen können. Irgendwas, damit wir schnell vorwärts kommen. Irgendwie sowas in der Richtung. Aber meine Pickaxe wird sowieso gleich den Geist aufgeben. Wir nehmen Draconium-Ohr mal... Nee, tun wir nicht, weil ich es gar nicht abbauen kann. Wir nehmen Draconium-Ohr also nicht mit. Ne? Ignoriert einfach, was ich eben sagen wollte. Wir nehmen Draconium-Ohr nicht mit. So, ich glaube, dass diese Höhle hier für meine Bedürfnisse ein bisschen günstiger ist, ein bisschen praktischer. Wir sind hier buchstäblich auf Höhe 0, denn wir haben hier auch glatten Bedrock, wie es aussieht. Eine glatte Bedrock-Decke. Moment. Aber der Fahrstuhl hier ist in der Bedrock-Decke. Bedeutet das, dass da drunter die Void ist? Oh Gott, Mann, ich bin ja auch ein Vollidiot. Ich habe Shift gedrückt, um nicht runterzufallen, aber stattdessen habe ich durch Shift natürlich alles abgebaut. Und dann wäre ich genau runtergefallen, wenn da die Void gewesen wäre, aber war sie nicht. Und ich habe eben was gesehen. Right-click to add. Hä? Funktioniert nicht. Ich right-clicke, aber es addet nicht. Okay, das wäre jetzt auch ganz lustig gewesen, aber nicht unbedingt nötig. Aber hier ist Gold. Gold ist sehr schön. Ich weiß nicht, ob wir Gold brauchen für...
für Dingens, aber wir werden das herausfinden. Also das finde ich gut hier. Ich finde das gut, dass wir hier mitten in der Basis einfach runter können. Da muss ich nicht da oben hingehen und durch die Tür gehen. Durch die Tür gehen ist auch, das ist nicht wirklich akzeptabel. Nickelohr? Kann der, glaube ich, nicht verarbeiten, oder? Nein, kann er nicht. Silver kann er und Gold kann er. Und Lead, okay. Also Lead, Silver und Gold, wunderbar. Und Nickel lieber nicht. Moment, warum ging das so schnell? Wo? Hä? Verdammt, warum ging das so schnell? Hä? Nein, das geht überhaupt nicht schnell. Was ist denn jetzt los? Hä? Ach nein, ich bin... Ach, der... Nein, halt! Stopp! Mann, das ist ja überhaupt keine... Das ist ja überhaupt keine Chest, damit sich der... Pulling Upgrade... Ja, das ist natürlich völliger Schwachsinn! Ah! Also ich wollte das Pulling Upgrade hier aus der Oak Chest, aber dann das Pushing Upgrade auch wieder rein. Aber wenn der Redstone Engine schneller ist, dann zieht der das raus, bevor der Macerator das rausziehen kann. Oh Gott! Das ist alles so alt und so umständlich. Ah, da bräuchte... Wisst ihr, wie viele Chests ich schon wieder bräuchte, um diese Winzigkeit zu realisieren? Es ist absurd. Ah, ich hasse es. Ich hasse es. Ach, okay. Also. Falls irgendeiner weiß, wie ich das hier wegkriege. Was rendert hier unten? Hier rendert doch irgendwas falsch. Das stimmt doch was nicht. So. Jetzt gucken wir nach der Sag Mill. So, interessanterweise, so wir drücken einfach auf A. Das ist geil, das gefällt mir sehr gut. Also, Sag Mill. Oh Gott, jetzt hat er auf R wieder mein Inventar sortiert, weil alles wieder rückgängig gemacht wurde. Es wurde alles wieder rückgängig gemacht. Inventory Sort, da, keine Ahnung. Right Bracket, so werde ich nie drücken. Wer jetzt rausfindet, was das überhaupt für eine Taste ist auf der deutschen Tastatur, herzlichen Glückwunsch. Sagmill. Braucht Dark Steel Ingot und Dark Bimetal Gear, die mich total fertig machen, weil die sich rotieren, obwohl sie eine aufgemalte Reflexion haben. Das heißt, die Lichtquelle müsste sich auch rotieren. Es sieht ganz furchtbar aus. Also Dark Steel kriegt man eigentlich nur aus der Sagmill und deshalb müssten wir eine Simple Sagmill bauen, die ohne Strom funktioniert. Oder nein, auch mit Strom, aber ohne Dark Steel. Aber wir haben Dark Steel gefunden in der Höhle. Wir haben hier irgendwo Dark Steel. Und deshalb können wir gleich die bessere Sagmill bauen. Übrigens wurde mir auch gesagt, dass der Capacitor, den wir gefunden haben, diese Capacitor Dud, dass der trotzdem funktionieren. Don't turn it on, take it apart. If you had to describe this nice explosive Capacitor Dud would be a good name. Ich will den eigentlich nicht in meine Maschine setzen. Nice explosive Capacitor Dud, das klingt nicht wie etwas, was ich möchte. Ich glaube, wir werden darauf verzichten. Jetzt stellt sich mir die Frage, wo unser Dark Steel ist. Wir haben Dark Boots, ja, sehr schön. Wir haben Dark Steel gefunden in den Höhlen, da bin ich mir sehr sicher. Ich hatte mich noch darüber gefreut. Mensch, da können wir ja gleich die richtige Sagmill bauen und müssen uns nicht mit der hässlichen abgeben. Mit der schlechten. Wo sind denn... Ach hier, da, zwei. Nur zwei? Ja, ich brauche nur zwei. Das ist natürlich cool. Da brauche ich einen Alloy Smelter für. Was? Industrial Dye Blend. Moment, wir müssen erstmal gucken. Erstmal Grains of Infinity. So. Wir müssen Bedrock anzünden. Und dafür ist das eigentlich unten gedacht. Jetzt brauchen wir natürlich schon wieder ein Iron Ingot. Wir werden uns auch, sobald ich irgendwie eine vernünftige Stromversorgung habe, ich weiß noch nicht mit welcher Mod, keine Ahnung, sobald wir das haben, werde ich hier ein Lagersystem bauen mit Refined Storage, weil es ein Krampf ist, das ganze Zeug zu durchsuchen. Das merken wir ja jetzt schon. So, jetzt brauche ich natürlich auch noch kein Gunpowder, sondern ein Flint. Das ist auch so ein bisschen das Problem, wenn man so lange wartet zwischen den Aufnahmen, weil man so viel aufgenommen hat, dann vergesse ich irgendwie, wie die einzelnen Blöcke aussehen und wo ich was gespeichert hatte. Wir hatten aber, ich glaube, mit Flint hatten wir schon mal Probleme vor ein paar Episoden. Und ich musste die ganze Zeit auf den Gravel einprügeln, weil das nicht vernünftig funktioniert hat. Aber, oh Freude, oh Glück, wir haben ja jetzt ein Vein Miner und damit wird das sehr viel besser funktionieren.
So, dann machen wir uns jetzt hier eine ganz simple Stone Shovel. Das muss genügen. Wisst ihr, was ich jetzt noch gerne hätte? So das Gegenteil von Ore Excavation. Ich werde jetzt mehrere Male Vein Miner sagen, aus Gewohnheit. Und da haben wir auch schon ein Grapple. Also so das Gegenteil, dass wir ganz schnell Blöcke platzieren können. Es wäre von der Sache ja eigentlich einfach nur ein Builder's Wand, und den gibt es ja, aber für, ja, ist egal. So, wir gehen jetzt hier runter und werden Bedrock anzünden. Und bei 50%iger Chance müssten wir ein Grain of Infinity bekommen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. 50% über welchen Zeitpunkt? Wenn man es ausmacht vielleicht? Oder wenn man es anzündet? Oder... Oh ja, da war aber eben irgendwas. Ich bin mir nicht sicher, wie das funktioniert. Also, nicht sicher sein ist immer so... Das klingt so, als hätte man eine ungefähre Ahnung. Aber ich weiß halt überhaupt gar nichts darüber. Ich weiß nur, man musste das irgendwie anzünden und dann passiert was. Ich glaube nicht, dass hier irgendwie... Oh! Man muss warten, bis es aufhört zu brennen von alleine. Okay. Und wenn es aufhört, gibt es wahrscheinlich eine 50%ige Chance. Genau. Okay, es muss von alleine ausgehen. Das ist aber durchaus etwas gefährlich, ne? Ich finde es jetzt ganz lustig, aber ein bisschen gefährlich und schwierig zu automatisieren, könnte ich mir vorstellen. Nein, überhaupt nicht schwierig zu automatisieren. Guck mal hier, schöne natürliche Texturen von Optifine. Großartig. Also, überhaupt nicht schwierig zu automatisieren. Braucht man doch nur einen Klicker mit dem Flint and Steel. Und der klickt einmal alle 20 Sekunden von mir aus oder so. Und daneben ist ein Dropper, der das... Also, es ist eigentlich einfacher herzustellen als die Capacitor, die man früher gebraucht hat, um die Machine Cases zu bauen. Von daher, Industrial Machine Casing machen wir mal auch hier. Hat das funktioniert? Ja, geil. Okay, Simple Machine Casing. Da brauchen wir Iron Ingot und Iron Bars. Oh weh, wir brauchen viel Iron. Viel Iron brauchen wir. Iron Bars. Und bam. So, da haben wir ein Simple Machine Casing. Chassis. Nicht Casing, sondern Chassis. So, und das... Moment. Das brauchen wir dann mit dem Industrial Die Blend. Okay. Ah, was ist das denn? Warum kommt ihr jetzt damit Quartz Powder? Moment. Industrially produced dye with organic and inorganic components. Not biodegradable. Not edible. Avoid contact with ice. In case of contact with ice, rinse immediately with plenty of water and seek medical help? Advice. Okay, wie kriege ich denn das grüne Organic Green? Mit dem Slimeball und Clipping sind... Wirklich? Warum ist denn das alles so aufwendig? Ich verstehe nicht. Und hier machen wir einfach Lapis. Und Organic Black Dye ist mit Charcoal oder Slimeball. Jetzt ist die Frage, haben wir Slimeballs? So, grün war ja auch Slimeball und Clippings and Trimmings. Das war schon mal irgendwie ein Rezept mit Slimeball und Clippings and Trimmings. Das gab es schon mal. Wie bekommt man das? Inner Sagmill. Okay. Inner Sagmill, und das sind aber alles nur 10%ige Chancen. Das finden wir ein bisschen doof. Gras. Okay, wir sollten Gras abschneiden. Gras oder Leaves können wir auch machen. Das ist aber die Chance tatsächlich nicht so hoch. Beim Kaktus. Ein Kaktus ist am besten dafür geeignet. Okay, also im Prinzip Pflanzen, aber eher Pflanzen ohne Blüten. Wir müssen auf jeden Fall die kleinere Simple Sagmill bauen, weil wir mehr als nur das Dark Steel brauchen. Also Simple Sagmill.